Tag zusammen, liebe Ruris, Pottis, Pöttler, Kumpelanerinnen und Kumpelaner, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde, hallo Kumpelpottis und somit herzlich willkommen und Glück auf zu Potternanders Podcast. Ich bin der Schrömi und ihr erfahrt heute etwas über den Stähler Stadtgarten in eurer Lieblingsstadt Essen. Also Ohren gespitzt und aufgemerkt, es wird audiopottisch. Der Stadtgarten in Steele ist eine öffentlich zugängliche Parkanlage im Essener Stadtteil Steele und zählt neben dem Stadtgarten im Südviertel zu den zweitältesten Grünanlagen unserer schönen Ruhrmetropole. Der Stadtgarten ist 4,2 Hektar groß, was 5,88 Fußballfelder oder 42.000 Quadratmeter entspricht und liegt auf einer Anhöhe von rund 40 Metern nördlich über der Ruhr und westlich der Steeler Innenstadt. Die Gartenanlage gilt seit März 2019 als Denkmal und wurde im Juni 1911 der Steeler Bevölkerung übergeben. Ein Restaurant, welches als Saalbau bezeichnet wird und eine Höhe von 14 Metern hat, kann heute für Veranstaltungen genutzt werden und steht ebenfalls seit Juni 1989 als Jugendstilgebäude mit Kuppelsaal unter Denkmalschutz. Ebenso befinden sich einige Kunstwerke im Stadtgarten von Steele. Bereits 1928 wurde der Wappenbrunnen anlässlich des 350-jährigen Jubiläums der Verleihung des Steeler Stadtwappens vom Steeler Bildhauer Franz Guntermann gestaltet. Der Brunnen stellt zwei Jungen dar, einen als Büchsenmacher mit Gewehr, den anderen in Tracht der Pagen der Essener Fürstäbtissin mit Wappenschild. Ebenfalls von Guntermann gestaltet befindet sich die trauernde Mutter von 1930 mit der Inschrift »Stark wie der Tod ist die Liebe«, welche an die Kriegsopfer von 1914 bis 1918 der Stadt Steele erinnert. Die dritte Skulptur Guntermanns im Stadtgarten Steele ist die aus Gips modellierte und von den Essener Eisenwerken in Eisenbronze gegossen und gestiftete Plastik Odysseus, die im Dezember 1954 enthüllt worden ist. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Potternander unterwegs. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter, teilt es gerne oder schreibt mir gerne unter sascha@potternander.de und schaut mal im Podblog auf www.potternander.de oder auf YouTube, Facebook, Instagram oder Twitter vorbei. Bis dahin und Glück auf, euer Schrömi von Potternander.